Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zum Thema Conan Exiles Battle Pass bzw. Herausforderungen. Wie ihr vermutlich schon erkannt habt im Hintergrund, geht es heute um die folgende Herausforderung. Und zwar ist das Bären besiegen. Eine seltene Herausforderung von 70 EP. Ja, ich befinde mich gerade aktuell hier unten. Und zwar ist das genau in dem Bereich H7. H7. Ihr seht es hier auf der Karte. Das ist in der Nähe von der Zuflucht der Kobolde. Das ist eher ein Begriff. Und wie ihr seht, hier laufen ganz viele Bären rum. Die sind natürlich immer so ein bisschen einzeln unterwegs. Das ist jetzt ein Boss hier, der große. Den müsst ihr natürlich nicht unbedingt mitmachen. Den könnt ihr auch aus dem Weg gehen. Und der nimmt alleine schon bei mir wahnsinnig, wahnsinnig wenig Schaden, obwohl ich das quasi auf One-Hit eingestellt habe, um euch das Ganze mal ein bisschen zu demonstrieren, wie viele hier sind. Dann gibt es da noch einen normalen Bären, da gibt es noch einen normalen Bären. Es laufen hier auch zwischendurch Babybären rum. So traurig das auch klingt, die gelten auch für die Herausforderung. Das heißt, ich habe jetzt eben hier links irgendwo einen gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo der jetzt gerade ist. Die könnt ihr natürlich einsammeln. Das ist natürlich viel besser für euch. Und könnt die großziehen. Diese Viecher hier laufen übrigens auch rum. Ja, jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr aktuell. Der war irgendwo hier, lief der eben rum und ist hier so quasi den Berg runtergegangen. Aber ich sehe ihn jetzt aktuell nicht mehr. Also der würde aber auf jeden Fall auch gelten als Bär, wenn man den jetzt umbringen würde. Aber es wäre natürlich besser, wenn ihr gerade schon mal einen kleinen Bären seht, dass ihr den einfach schnappt und mitnimmt und den entsprechend... da hinten, das sind wieder die anderen Viecher. Dementsprechend dann natürlich einen eigenen Bären großziehen könnt, wenn ihr soweit seid. So, da haben wir jetzt schon mal 5. Wir müssen uns hier so ein bisschen umschauen, wo da tatsächlich die Bären sind. Wie gesagt, die sind so ein bisschen weit auseinander. Da müsst ihr dann immer mal ein bisschen gucken. Hier auch ein bisschen aufpassen, weil hier geht es steil bergab. Im Moment sehe ich jetzt noch keine weiteren. Zur Not müsst ihr halt warten, bis die wieder neu gespawnt sind. Hat natürlich den Vorteil, wenn ihr normal kämpft. Ist der tot oder? Ja, der war schon tot. Wenn ihr normal kämpft, dass das dann natürlich entsprechend ein bisschen dauert, bis die anderen wieder zurückkommen. Da hinten ist noch einer, den können wir doch mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, einmal in den Hintern rein, dann eben nicht. Er wollte es nicht. 6 von 10. Ah ja, genau. Und wenn wir hier runtergehen, da finden wir auch wieder weitere Bären. Dann hätten wir 7, 8... Mal Kopfschuss bitte. Und hier war noch einer. So, und ich denke mal, hier unten werdet ihr dann auch noch die restlichen 2 finden, wenn ihr ein bisschen weiter lauft. Da hinten links ist ein Kohlevorkommen. Okay. Aber ich habe mich vorhin schon vertan. Da wollte ich auch schon Richtung Kohlevorkommen laufen und habe gedacht, das wäre ein Bär. Also keine Sorge, wenn euch das auch mal passiert. Ihr seid nicht die Einzigen. Hier unten sind noch Steinviecher. Und ich glaube, der große Hirsch könnte ein Boss sein. Ich meine, auf der alten Karte gab es den 2-mal als Boss, wohlbemerkt. Ich finde jetzt hier im Moment leider keine mehr. Ich wollte euch das jetzt so schön zeigen, dass wir jetzt hier 10 Bären auf einen Fleck haben. Aber entweder sehe ich sie jetzt einfach nur nicht oder wir haben hier tatsächlich keine 10 Bären. Ich bin mir nicht sicher. Es tut mir leid, dass das Video jetzt gerade ein bisschen länger dauert. Aber ihr könnt ja dann selber mal gucken. Ich gehe jetzt gleich nochmal da hinten, da oben nochmal ein bisschen genauer nachgucken. Ihr könnt dann selber hier mal ein bisschen rumlaufen. Normalerweise müsste das ein Ort sein, wo 10 Bären dann auch tatsächlich zu finden sind. Weil das hier ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Spawnpunkt für Bären hier auf der Karte. Ja, wenn euch das Video geholfen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hier lassen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne die anderen Videos zum Thema Conan Battle Pass von mir anschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.